Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zurück bei South Park. Im letzten Part hatten wir eine unangenehme Begegnung mit einem Nazi-Zombie. Oh Gott, dammit. Am besten wir hauen hier ganz schnell ab. Schönen Tag. So, ja, was soll ich sagen? Wir haben ja immer noch eine Mission. Wir müssen Randy Marsh retten. Und was würde King Harkinian ohne Randy Marsh tun? Da fällt mir ein, ich finde, wir sehen noch nicht King Harkinian-mäßig genug aus. Sollen wir mal eine Perücke ausprobieren? Eine Glee-Perücke? Da sehen wir doch schon fast aus wie King Harkinian, oder? Das sieht richtig King Harkinian-mäßig aus. Eventuell, wenn wir das blond färben? Ja! Warship! Okay, hätten wir das auch geklärt? Was haben wir hier noch? Eine Alien-Sonde. Okay. Oh la la. Ja, da gucken wir doch auch mal direkt. Die gucken wir uns doch auch direkt mal an. Halt hier. Gefertigt, um Aliens wichtige Daten zu liefern, mit 17 verschiedenen Vibrationseinstellungen. Durchdringt 20 feindliche Rüstung. Okay. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wo die schon überall war. Aber egal. So, Randy, mit dieser Analsonde werden wir dich retten. Oh, Randy, wo bist du? Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home. Okay. Na gut, ich als alter Konsolenspieler werde das doch wohl schaffen. Also dann. Okay. Wunderbar. Ah, sehr gut, das war's. Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Natürlich. Until we meet again. Ich habe dich in einem sehr intimen Augenblick erlebt. Natürlich sind wir Freunde, Randy. Noch intimer kann ich dich kaum kennenlernen. Okay. Sehr schön. Weißer Kraftkristall, okay. Ein Questgegenstand. Was betritt das Alien-Cockpit? Okay. Na dann. Gucken wir mal. Neue Nachricht von Randy. Hübsches Bild übrigens. Warum bist du nackt? Egal. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Rechts von dem Raum, wo wir eingesperrt waren? Meinte er hier drin? Oh, Moment mal, hier leuchtet was. Yeah! Okay. Keine Ahnung, was es mir bringt, aber trotzdem, yeah! Meinte er den Fahrstuhl? Das ist doch ein Fahrstuhl, aber der ist doch nicht kaputt. Ah nee, der führt uns ja wieder hier rein. Weiß noch nicht genau, wo ich hin muss. War hier nicht noch irgendwo was? Okay. Objekt benutzen, weißer Kraftkristall. Natürlich. Gut. Und trotzdem können wir hier noch nicht rein? Wieso nicht? Huh. Können wir da mit unserer Sonde? Aha, die reagiert doch darauf. Ah, okay. Und schon sind wir hier. Yippie! Nicht so war. Okay. Dann gucken wir mal. Was ist hier los? Oh Gott. Ich habe Angst, durch diese Tür zu gehen. Aber King Harkinian lässt sich nicht unterkriegen.
Oh crap. Oh, ship. Oh nein. Ha, was hast du davon? So, jetzt spüre meine Aliensonde, Mistkerl. Beziehungsweise, wir nehmen doch mal... Wir haben doch einen Mana-Trank noch. Nehmen wir davon mal noch einen. Yeah! Legen wir doch direkt mal so los. Die Furzgranate. Das Ding ist immun dagegen. Wir können die Alien-Verteidigungsmatrix angreifen? Moment, Moment. Dann lassen wir das mit dem Furz mal. Können wir damit der Strahlenwaffe eventuell... Die sollten wir vielleicht zuerst angreifen. Okay. Sehr schön. Na, dann kommt mal her. Eure Verteidigungsmatrix wird fallen! Das war jetzt gar nichts. Oh, ich brenne! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Zumindest ist der Debuff weg. Na schön, das war ziemlich mies. Gut, das Ding wäre erledigt. Aber wir leider auch so gut wie. Donnerwetter. Komm, zumindest mal 60%. Und jetzt. Ja, würde ich mal sagen, machen wir das, was wir immer tun gegen die Aliens. Das, was wir am besten können. Okay. So, Kumpel. Und nun? Na, beziehungsweise der ist ja schon angewidert. Hier werden wir nochmal einen großen Trank nehmen müssen. Gut. Sieht doch schon besser aus. Jetzt probieren wir es mal, mit der Aliensonde zu kloppen. Vielleicht macht das mehr Sinn. Das war gut. Boah. Verdammt. Das geht echt schnell. So, mein letzter Heiltrank. Und davon muss ich mir dringend wieder welche besorgen. Gut, machen wir erstmal den Typen hier alle. So, du kannst mich mal. Okay, genau aufpassen jetzt. Ja! Gut, den konnten wir diesmal abwehren. Okay. Erstmal schön die TP wieder auffüllen. Und jetzt, Leute, ist Rambolen-Zeit. Dieter Rambolen. So. Zumindest ist der auch angewidert. Haha. Oh Gott, was kommt jetzt? Mu, Mu. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht Mu außerdem. Fuck! Das war zu spät. Jetzt muss ich auch noch mit diesem Debuff leben. Zeit, dem Typen fertig zu machen.
Okay, er ist auch nicht mehr angewidert. Das heißt, wir benutzen sie. Die ultimative Waffe. Gut. So, und jetzt machen wir ihn fertig. Puh, das war ein heftiger Kampf. Na, wir haben es geschafft. Ja, ja, du brennst. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Warum passiert mir sowas nur jeden Abend? Oh nein. Oh nein, nicht der Nazi-Zombie-Schleim. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Oh nein. Ein neuer Tag ist angebrochen. King Hakinian wacht auf. Er denkt sich... Ja, das denkt er sich. Oh, eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Den ersten Tag in South Park haben wir überstanden. Und es ist eine Aufwertung verfügbar. Sowie eine neue Nachricht von Randy. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Tja. Das sollte man nicht sein, vor allem wenn man es mit solchen Aliens zu tun hat. Ach ja, okay. Es ist nie gut, wenn man zu freundlich zu Aliens... Sollen wir so in dem Aufzug mal zu den Eltern gehen? Na gut, aber wir haben erstmal... Wir können eine neue Aufwertung machen. Und ich würde mal sagen... So! Wir vervollständigen den Eiertritt. Oh yeah. Das Geräusch zerquetschter Eier widert alle übrigen Feinde an. Das ist richtig gut. Yay! Eine weitere Errungenschaft ist freigeschaltet. Yippie-yay, Leute. Yippie-yay. Gut. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir looten unser eigenes Haus. So kennen wir das. Oh Gott. Nehmen wir natürlich alles mit. Ein Schraubenzieher. Nach der Erfahrung von gestern ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns hier mal eine Runde entspannen. Und einfach mal gucken, was wir hier noch so Schönes machen können. Machen wir doch einen netten kleinen Entspannungspart raus. Nachdem wir vorhin diese Hektik hatten... Diesen Stress, den wollen wir uns jetzt nicht mehr machen. Wir gehen erstmal eine Runde kacken. Ich meine, wir, wollen uns erleichtern. Einen alten Schwamm mitnehmen, der auch ein alter Handkäse sein könnte. Dann steigen wir unter die Dusche. Erstmal den Alien-Geruch loswerden. Ah, schön. Ja. Körperhygiene ist wichtig, Leute. Sogar für King Hakinian. Wunderschön. Mach das Wasser wieder aus. Wasserverschwendung ist nicht cool. Was? Fuck. Okay, kann ich nochmal? Yeah! Da haben wir doch ordentlich einen abgeseilt. Entschuldigt. So, okay. Das finde ich jetzt... nützlich. Sehr nützlich. Schön.
Ja, mit diesem Klumpenscheiße können wir die Welt erobern. Im Sturm! Erobert, Leute. Perücke mit Zöpfen, die nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir doch die Früchte. Die Früchte der Macht. Die Früchte unserer Jugend. Good morning. School's been canceled for a few days, sweetie. Go check it out on the news. Echt? Oh Mann, wo bin ich jetzt so früh aufgestanden? Ich gehe wieder kacken, ihr habt's ja. Okay. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Wie? Ach, okay. Knock it off! No, no! Oh, look, you've made friends! I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Yay! So, jetzt du. Maybe you could try calling one of your friends today on your new phone. Just a thought. Naja. Du wirst mich nachher sowieso wieder raus, ich kenn dich doch. Na schön, Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich will gar nicht wissen, was jetzt in South Park los ist. Aber wichtig ist, wir sind wieder zurückgekehrt. Noch ist heile Welt angesagt. Das wird sich im nächsten Part sicherlich ändern. Ja, ich gehe noch mal eine Runde kacken. Warum nicht? Unser letzter Schiss ist schon eine Weile her. Manchmal muss ein Mann tun, was getan werden muss. Ah, schade. Ja, dann werden wir wohl erstmal eine Runde frühstücken müssen. Und dann können wir uns wieder erleichtern. Aber das, Leute, das werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal! Euer Weehawk AP.